Oh, das gibt halt noch keinen, weil wir die Ersten sind, ne? Das kann auch sein. Ah, alles klar, jetzt kommt Tai an, wenn er jetzt sitzt, ne? Ne, er kommt auf Frisur an. Doch, kommt auf Frisur an. Mein Glückwunsch, junger Herr, du bist jetzt Champ der Pokémon-Liga. Das heißt, vorausgesetzt, du bist auch noch den letzten Trainer besiegen. Das war ja klar, dass der Professor erst kommt. Und dieser bin natürlich ich. Ich bin jetzt der Hirte, die du auf deine Inselmannschaft immer winden musst. Lass uns die Geburt dieses neuen Pokémon-Liga und epischen Kampf angemessen feiern. Shit, das ist ganz serious. Wo kommt der Kuffer dich heraus? Es ist so serious, dass er eine Brille absetzen muss, ja? Er ist der erste Trainer, der 6 Pokémon dabei hat und hat einen Werbock dabei. Ja, wer hätte das gedacht? Unter Tagform. Ja, tut mir leid, Phoenix. Ich muss jetzt trotzdem besiegen. So, jetzt nutzen wir die Tiberium-Taktik. Oh, Tarnsteiner ist okay. Nein, das musst du verlieren. Ich glaube nicht. Cool. Challenge! Ich müsste jetzt auch bloß Dreck sein. Genau. Wir basteln uns jetzt nämlich ein Monster zusammen, ja? Deswegen sind die neuen X-Items sind da so viel besser als die alten, auch wenn sie teuer sind, weil sie halt plus 2 Stufen boosten. Wir basteln uns jetzt ein Monster zusammen. Wir maxen uns erstmal. Das macht keinen Damage. Oh. Jetzt bin ich noch bis 5. Als ob der das nächste Mal mit Zuna einzieht, der Arsch. Ein Angriff muss ich. Ah, ja, wollte gerade sagen, er hat eine Robustheit. Ah, Donnerbälle ist unschön. Challenge Mistake. Au. Ja, du bist super effektiv, awesome. Hab ihr gesehen? Plus 6 und dann wird's getankt. Und ich habe noch nicht mal den Drachentanz gemacht, ja? Also jetzt habe ich einmal gemacht drin. Ich hasse dich! Ich hasse dich, du scheiß Professor! Du Arsch!
Du Arsch! Du Arsch! Ich muss, warum kann der das? Outplayed, auf jeden Fall richtig heftig outplayed. Okay, was? Alter, Wirbelwind, Rücken, Wink und Sturzflug, okay. Ja, wenn man trotzdem schon erst sagen kann. Du Arsch. Bam, 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 bam. Bam, Flinkklaue. Oh, man kann es wieder dunkel stellen. Ja, das ist richtig. Können da eigentlich drinnen bleiben? Ah ne, ist Alua, wo wir können wir auch drinnen bleiben. Ist auch anfällig gegen Blizzard. Hey, du solltest eigentlich scheiße sein. Geht das wieder? Bam, 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 bam. Ja, CT, das ist ein physischer Move. Bam, ausgewichen, bam. Aloha wurde es schnell. Das habe ich schon mitbekommen. Und Wendy ist langsam. Da ist Level 59. Ich habe keine Ahnung, was ein Pwn das ist. Es ist halt überkrass blind, weil ich die Monster halt wirklich teilweise gar nicht kenne. Das Vieh. Weil ich hätte es eingestellt, dann war es dann einen Tag wieder weg. Was? Ach so, ja, bei Twitter. Die dynamische Maximalflamme. Die Frage, ob das jetzt der physische Move oder ob das jetzt ein Flammenwurf ist oder ob das ein physischer Move ist. Und es ist eher ein physischer Move gewesen. Es ist so krass, wie Wendy hier, erstmal ehrlich, ohne Scheiß, Pampharos outplayt hier echt übelst viel einfach nur. Wenn ich gerade Wasserpflanze ist, dann... Ja, es war physisch gewesen. Ja, es war ein Flammenblitz, genau. Warum kein Z-Standard-Move? Hm? Der hat doch einen Z-Move gemacht. Ach stimmt, es gibt den Z-Starter-Move, den hat er nicht gemacht. Stimmt. Die haben nochmal gesenkt. Noch einen tank ich aber nicht, deswegen. Oh, ich brenne, das ist doch jetzt scheiße.
Also ich empfehle jeden, der Pokémon Mond und seine späten Pamporos im Team zu haben mit Zähigkeit. Und ungefähr den Moveset wie ich. Ach nö, das umgeht die. Das umgeht Boosts. Meine letzte Top-Genesung. Komm, das haben wir jetzt gewonnen, wenn Felsgrab trifft. Bam. Und ein Volltreffer dank Liebe gelandet, danke. Ja, Alter, 31, 60. Und Relaxo. Wendy carried, natürlich carried Wendy. Ich bin groß und schwer. Oh mein Gott, das ist süß. Naja, es wurde halt rausgewirbelwindet. Es war Max Death alles und dann wurde der Gegner Wirbelwind gemacht. Aber Wendy regelt auch, Mann. Wendy regelt auch richtig heftig. Wow, wir haben noch nie einen Mega Kick gesehen. Ich glaube, wir machen mal einen Mega Kick. Ich meine, Wendy hat gerade plus 6 Verteidigung, nur durch die Fähigkeit. Noch eine Top-Genesung. Nein, ich glaube, es ist nächste Woche. Übernächste Woche. Aus Kalos. Alter Wendy, du bist so ein Biest. Obwohl ich alle Kraftreserven-Mobils habe, habe es nicht gereicht. Aber was für ein erfrischender Kampf. Das ist so super. Ich schaue das nochmal nach. Aber ich meine, es wäre die Woche. Übernächste Woche. Wohl nur Garados darf ein Garados besiegen. Deswegen ist mein Joyce Specs Garados mit Donnerblitz, ne? Phänomenal, aber ich hatte es damals ja gesagt. Sammel viel Pokémon und Trainer und dann richtig sag im richtigen Moment. Genau das ist das letzte Mal Erfolg. Und so haben wir Geburt eines neuen Champ erlebt, das verdiente Champ von Alola. Du weißt ja noch, wie ich damals auf dem Gipfel von Hoenn weggesagt habe, ja? Menschen, also die Pokémon und Trainer der Alola sind einfach die Besten. Und die ganze Welt soll das wissen, jawohl. Das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und dann ist mir der Traum eigentlich erfüllt gegangen. Genau hier und jetzt. TB. Ja, danke. Das ist schon wieder so ein Screenshot wert.
Machst du Ende oder spielst du noch was? Na, ich hole mir jetzt noch die Megasteine. Auf jeden Fall. Also den Megaring. Aber ich mache jetzt kein neues Spiel an, falls ich die Frage war. Ich bin wirklich froh, diesen traumhaften Ort gegen dich und deinen tollen Pokémon bekämpfen. Und die Geburt der Pokémon bezeugt zu haben. Also dann. Tevere, du bist der erste Champ der Alola-Region. Zeit an der Zeit, deine Verdienste in den neuesten Pokémon wie Nachwerk festzuhalten. Genau, Megaring und so. Lea! Matchup Pop! Wendy! Und natürlich David. Yay. Also wenn man die Top 4 kennt, dann ist das natürlich relativ einfach. Jede Top 4. Erdbeben und Megaring holen, genau.